So, wir haben jetzt ein frisch installiertes Microsoft Windows 10 Oktober Update mal hier vorbereitet. Schauen wir mal, wie sich diese Dinge darstellen. Es sieht hier alles noch normal aus. Hier kann ich natürlich erstmal mein Online-Konto überspringen. Gucken wir uns das Startmenü mal an. Neu installiert. Erster Blick. Xing. Möchte ich nun auch nicht auf der Maschine haben. Spotify. Nicht wirklich. Das ist Games. Das ist, glaube ich, Pinterest. Microsoft Solitaire verstehe ich sowieso nicht. Roblox weiß ich gar nicht, was das ist. Also, so sieht mein Windows 10 20H2. Schauen wir mal. Es läuft gerade hier unter Hyper-V. Hyper-V oder ein Microsoft Windows 10 20.2. Und hier gucken wir mal. Info. 4 GB. Und da ist es 20H2. Eben gerade installiert, frisch von Microsoft runtergeladen. Microsoft Edge ist eigentlich so die Hauptänderung auf Basis Chromium. Wir sehen hier keine Internet Explorer mehr nach der Neuinstallation. Das ist absolut frische Installation. Und das fällt natürlich sofort auf. Den Cortana-Schaltbutton kann ich sicher nicht verschwinden lassen. Was hier noch auffallen könnte, so ein bisschen im Menü. Wenn ich das die Farbe anpassen würde, würde sich das Menü hier so ein bisschen ändern. So ein bisschen farblich anpassen. Das heißt drum, ich kann das ja mal in der Anzeige mal anpassen. Also müsste ich es erst aktivieren, habe ich aber jetzt nicht aktiviert, das ist nur eine Testversion hier. Also bleibt es so erstmal, wie es ist. Da hat sich auch nichts dran geändert. Hier ist ein heller Modus, okay. In der Taskleiste ein bisschen dynamischer, die natürlich jetzt hier nicht aktiviert ist, weil Produkt nicht aktiviert. Gucken wir uns mal Produkteigenschaften augenblicklich an. Und ja, müsste ich jetzt aktivieren, habe ich aber jetzt keine Lizenz dafür zur Verfügung. Ich merke bis auf den Edge erstmal relativ wenig. Es ist ja auch zwischen 2004 und dem Edge nicht so sehr viel. Okay, das gab es natürlich schon vorher. Aber ich möchte hier gar nicht synchronisieren. Dass die Startseite jetzt in Englisch hochkommt, würde ich das als nicht positiv empfinden. Ist auch nicht so. Alles gut. Es ist halt Microsoft Edge auf Basis Chromium. Ich persönlich, aus meiner persönlichen Sicht, muss sagen, ich ertappe mich jetzt immer häufiger, dass ich tatsächlich den Google Chrome ein bisschen mal seiten lasse, obwohl es normalerweise mein absolutes favorisierendes System ist. Aber ja, Microsoft schafft es dann doch, mich dahingehend zu verleiten,
diese Dinge doch ein bisschen anders zu nutzen. Weil er tut halt auch genau das, was er tun soll. Und meiner persönlichen Sicht, die ist natürlich nicht ausschlaggebend, empfinde ich das Ganze als relativ zügig. Ja, die PowerShell ist geblieben. Hatte ich doch eben tatsächlich Probleme, mich wieder an die Variable zu erinnern. So ist das, wenn man nicht tagtäglich mit der PowerShell zu tun hat. Es geht Ihnen sicherlich oder vielen anderen genauso. Das ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftiger. Wie gesagt, ne, wenn man das nicht jeden Tag macht, dann ist man doch ziemlich verratzt. So, gucken wir mal kurz im Store. Da hat sich wohl nichts dran geändert. Und Updates vor einigen Minuten. Man sieht hier, das ist alles nachgeladen worden aus dem Store. Was jetzt noch fehlt, sind die Schriften und das deutsche Feature Pack. Aber das kommt auch gleich. Es wird nachgezogen aus dem Store. Im Online funktioniert das. Es hat sich hier auch in den, also auf den ersten Blick jedenfalls, nicht so sehr viel getan. Man muss ja auch wissen, bei der 2004, da war es tatsächlich so, da ist ja im Laufe der Zeit bis jetzt zur zweiten Jahreshälfte 2020, H2 heißt das System ja, doch einiges vorbereitet worden. Und wenn man das auf seinen ordinären Microsoft Windows 10 System installiert, dann hat man das Gefühl, huch, das kann ja gar nicht so viel sein, aber es ist relativ viel. Es wird halt nur noch aktiviert, weil es ist eigentlich schon durch verschiedene Updates auf dem System abgelegt. 5,8 GB ist die ISO groß, ist erstaunlich groß. Wenn man sich das mal so überlegt, ist quasi riesig, 5,75. Ich glaube, die letzte war mit 4,8 GB. Nicht ganz so groß, was sich auch immer hier verbirgt. Die sieht ganz normal aus. Hier habe ich jetzt natürlich, ne, ich habe hier so eine Enterprise-Variante. Quasi die man beim Microsoft runterladen kann, also die Bootwim ist nicht sehr viel größer geworden, weil da hat sich auch nichts dran geändert. Die Installwim, da ist halt alles drin verborgen. Jedwede Umgebung. Ich habe gerade versucht, downloadmäßig mir die ADMXL-Dateien zu besorgen. Ich versuche das mal über meine nicht favorisierte ADMXL Windows 10 20H2 Download. Na, möchte ich mich hier, ja, bis Mai, ne? Also 20H2 ist nun mal nicht Mai. Feature Update. Download administrative Templates. Also hiermit administrative Templates stehen bereit. Schreibt dieser Block.
wenn schon nicht bei Bing gefunden, dann über einen Blog. Muss man ja schon ein ganz großes Danke sagen. Die administrativen Templates gehören natürlich auf einen Server, um dort die Gruppenrichtlinien zu managen. Die braucht man, das sind die aktualisierten Gruppenrichtlinien. Das ist jetzt immer noch eine Excel-Datei. Die wird auch sauber installiert, das funktioniert. Ich habe das schon auf anderen Servern ausgetestet, mir nur leider nicht freigegeben, deswegen musste ich es auch eben nochmal runterladen. Ja, das ist so, läuft stabil. Ich habe da jetzt bis jetzt keine Probleme gehabt. Ich habe das auch auf meinem Arbeitsplatz-PCs bereits installiert. Das funktioniert. Also, das sieht gut aus. Ich würde sagen, noch ein paar Tage warten, gucken im Internet, ob noch irgendwas Schlimmes passiert. Und dann spricht hier nichts dagegen.